So, jetzt stehen wir hier bei Foster und für die Michaela schauen wir uns den T738EB, also Einzelbetten von Foster an. Das machen wir auch in einem separaten Video. Wie immer halt. Und dann gehen wir gleich weiter. Also zu diesem Gerät. Also hier hat es einige Leute drin. Ja. Müssen wir sowieso erst warten. Offensichtlich ein beliebter Wagen. Ja. Und er schaut auch schon mal so vom Grundriss her gar nicht schlecht aus. Ja. So, wir sind jetzt hier bei Foster. Und da haben wir den Herrn Wehrmann. Jawohl. Und Michaela, der Herr Wehrmann stellt jetzt uns und dir exklusiv diesen T738EB vor. Prima. Wir haben hier in Leipzig das Fahrzeug gestellt, damit wir den halt natürlich verkaufen können und zeigen können. Und wir würden einfach mal beginnen, indem wir vielleicht ins Fahrzeug gehen. Und ich sehe gerade, da haben wir schon Interessenten drin. Dann fangen wir vielleicht außen einfach mal ja, an. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, an der Garage. Wir super. Haben hier eine große Garage. Wir haben hier die Garage, die hat von beiden Seiten zu begehen in dem Sinne. Wir haben eine Höhe hier von 1,10 Meter knapp, dementsprechend auch einen großen Stauraum. Drück mal die Fahrräder rein. Vielleicht einen Motorroller sogar. Ja. Natürlich das übliche Equipment, Auffahrkeile, Kabeltrommel, Tischstühle, was man halt so benötigt. Bis wie viel Kilo ist die? 250 Kilo. 250 Kilo, ja. Genau, dann haben wir die beleuchtet, die ist auch beheizt. Stromanschluss ist nachrüstbar, ist also auch kein Hexenwerk. Dann kommen wir zum Fahrzeugkonstrukt. Wir finden hier einen Voll-GFK-Aufbau wieder, ohne Holz, mit Styroform inside. Wir haben Salz-Rahmenfenster, wie bei vielen vollintegrierten Fahrzeugen oder einer hochpreisigen Qualität bieten wir das auch schon an in diesem Komplettpreis. Die Anmut sieht man ja selber. Wir haben ein schönes Dekor, relativ schlicht, aber doch recht modern. Sieht auch gut aus, ja. Eine grüne Streife. Ja, ne? Ein bisschen aufgerufen. Ja? Die Heckansicht ist ganz interessant. Mhm. Wir finden hier auch das neueste Design wieder mit einem schönen Diffusor oben, die LED-Beleuchtung außen. Das wurde von einem vollintegrierten Segment übernommen, auf den teilintegrierten gesetzt, damit auch eine höhere Wertigkeit für den Endkunden zu sehen ist. Sieht auch gut aus, ja. In der Regel wird gerne auch eine Videokamera, eine Rückfahrkamera eingesetzt. Da ist auch die Verkabelung schon ab Werk gelegt, dass es dann nicht vom Aufwand her ein bisschen einfacher ist, von der Montage her. Und wir sehen vielleicht von hier jetzt gerade so noch die Aufbautüre, sehr interessant. Wir sehen hier eine Aufbautüre, die hat eine Doppelverriegelung, einmal im oberen Bereich und im unteren Bereich. Wir finden einen Mülleimer wieder, ein Verdunklungsrelo. Die Isolation ist natürlich hier ganz anders als bei der Standardtüre. Ja. Und als ist eine Aufpreistüre da? Das ist eine Aufbautüre, sehr empfehlenswert, also zwingend erforderlich. Wir fliegen heutzutage zum Mars und dann kann man auch da jetzt bei dem Segment dann auch gar nicht sparen. Ne? Ja, das ganze Konstrukt funktioniert auch über die Zentralverriegelung. Das heißt, ich kann also das verriegeln über die Fernbedienung. Ich kann natürlich manuell die Türe auch wieder entriegeln, ohne dass der Fahrzeugkonstrukt komplett aufgeht. Und ein Zusatzschloss kann man auch einbauen? Das ist ja nicht nötig. In dem Sinne haben wir das hier schon, das Schloss. Das heißt, wenn ich jetzt das aufmache, habe ich die Türe halt offen. Aha, okay. Also, dann schauen wir rein. Ja. Wir schauen einfach mal nach hinten gerade durch in den Raum. Da haben wir ein sehr großes Raumempfinden. Es bietet sich also eine Längsbetten, die in der Mitte verbindbar sind. Links wie rechts sehr gut zu begehen. Unter diesen beiden Betten finden Sie den Stauraum wieder, einmal als Kleiderstange und einmal als Stauraum für diverse Boxen, um halt Wäsche, Anziehsachen, wie auch immer, was man positionieren möchte, unterbringen kann. Wir können beide Lattenrosten hochklappen, dass man auch von oben reingreifen kann. Einfach in das Lattenrost reingreifen mit der Hand und hochklappen, wenn man möchte. Dann haben wir fast 1 Meter Kleiderstange. Dann haben wir natürlich in der Treppe noch einen Schuhstauraum, der getrennt nochmal ist voneinander. Wir haben natürlich dann hier auch die Nachtdimmung, wir kommen gleich zur Beleuchtung. Dann haben wir links die Toilette, rechts die Dusche. Ah, hier. Ja, Helmut. Ja. Genau, beleuchtet ist es. Die Toilette ist natürlich mit Fenster, Verdunklungsrelo und Mückennetz. Die Dusche hat auch eine Belüftung oben im Himmel, dass man da also wirklich keine Sorge haben muss wegen Feuchtigkeit. Sonst Lüftung. Und hier haben wir Fenster.
Wir haben natürlich eine Raumhöhe hier, die sehr interessant ist. Die sind ja schon sehr groß und haben immer noch eine Kopffreiheit. Das darf man nicht vergessen. Die Betten sind nicht ganz so hoch, dass man auch bei ihrer Größe schön über die Stufe einsteigen kann. Wir arbeiten da ja nicht mehr mit Leiter, sondern man kann natürlich schön einsteigen. Und wenn man auf dem Bett sitzt, kommt man auch nicht an den Himmel. Über Ihnen finden Sie gerade jetzt ein Medi-Hacking drin. Das ist jetzt eine Option, dass ich das eine Nummer größer wählen kann. Das ist jetzt das Größere. Normalerweise ist es ja 40-40. Die Lampe, wenn Sie die einmal in der Mitte berühren möchten, auf dem silbernen Nuki, genau, dann haben wir einmal die Nachtdimmung in Blau und nochmal drücken wir die Taglicht-Variante, die ich dann, wenn ich das festhalte, auch dimmen kann, genau, abdimmen oder heller machen kann. Aha. Schön. Dann kommen wir vielleicht kleine, zur Küche. Kleine Raffinessen. Da finden wir eine L-Küche wieder. Das heißt also, hier kann die Person auch schön stehen. Wir haben eine große Ablagefläche geschaffen. Man kann aneinander vorbeigehen, ohne dass da jemand stört. Wir haben die Einzugautomatik in den Schüben. Wir haben die Piazzi-Zündung, das heißt, da brauche ich dann kein Feuerzeug mehr. Ja. Wir haben drei Plattenkocher, der natürlich auch sehr große Abstände bietet für größere Töpfe. Ja. Und natürlich die ganze Beleuchtung ist klar, Stromanschluss haben wir. Ganz das tolle Feature ist hier der Aufzugsschrank, dass man also keine Probleme hat, den ganzen Schrank zu nutzen. Der ist sehr tief, also wunderschöner Stauraum. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, finde ich. Und das Ablage, Ausziehen ist sowieso super, sehr schön, ja. Das ist einfach bequem. Ablageplatte. Ja. Dass man auch wieder eine schöne Stellfläche bekommt. Mhm. Und dann haben wir gleichzeitig natürlich eine schöne Edelstahlspüle. Mhm. Wir können das auch als Schneidbrett nehmen, ist sehr schade, aber es wäre möglich. Mhm. Auf der linken Seite finden wir den 160 Liter Kühlschrank mit AES-Funktion, dass ich halt die Quelle automatisch suchen kann. Oder man sagt ihm, wo er mit einem separaten Eisfach. Und der Kühlschrank ist natürlich auch schon sehr gut sortiert. Ja. Parallel haben wir noch einen Backofen als Option. Da muss man mit einem kleinen Impuls ziehen, damit die Tür zu bleibt während der Fahrt. Ja, okay, und oben ist und oben kommt der Fernseher mit der Positionierung dort und dann klappe ich den, ziehe ich den raus und klappe den halt runter und kann von beiden Seiten schauen nach Belieben. Ja. Das Hubbett gibt es einmal hier, das kann man natürlich auch abwählen. Dann, hier haben wir eine Liegefläche von 1,20. Wenn ich das abwähle, gehen diese Schränke durch in der gleichen Größe. Mhm. Dieser Schrank auf der Seite vergrößert sich ja dann auch wieder, weil das Hubbett nicht da wäre. Dadurch bekommt der Tisch einen Teleskopfuß und dann kann ich den als Bett umbauen. Dann haben wir ein Bett von 2,20 x 1,15. Der Tisch ist schön groß. Ja, der ist natürlich nach Belieben in jede Position zu bringen. Ja. Und dementsprechend habe ich auch eine Rundsitzgruppe. Ja. Falls man eine L-Sitzgruppe. Ja, L, ja. Und wenn man natürlich jetzt die dritte oder vierte, also die dritte Person mitnehmen möchte, dann klappe ich das natürlich weg, dann hat er auch wieder seine Beinfreiheit. Freiheit. Dieser Sitz kann als fünfte Sitzposition auch umgestellt werden. Das heißt, hier haben wir einen Begurtplatz. Da sitzt man zwar dann gegen die Fahrtrichtung, das heißt, dieses Polster wird hier eingesteckt. Hier wird eine Bodenplatte eingelegt in den Türeinstieg, damit man. Achso, der fährt dann rückwärts, genau, sollte da jemand. Rückwärts, ja, okay. Das benötigt. Aha. Beide sitzen natürlich zu drehen. Ja, da haben wir eine schöne Sunroof noch vorne drin, damit es schön hell wird. Man kann es auch als Lüftung zum Aufmachen nutzen. Natürlich nicht während der Fahrt in der Regel, sondern im Stehen. Stimmt, ja. Und preislich geht er los bei? 48,9. 48,9? Ja, genau. Und jetzt hier, wie er da steht, ohne Rückfahrkamera, mit Trumaheizung wahrscheinlich? Mit einer Trumaheizung empfehlenswert. Die wäre aber dann auch abzugraden auf 48,99, genau, ist der Listenpreis. Würde ich empfehlen, die Truma 6EH, das läuft dann über Strom und über oder ja, über Gas, hat ein Display drin. Und da kann ich die Gradzahl einstellen und brauche mich um nichts mehr zu kümmern. Und? Ja, das ist der normale. Sieht aus wie also Fiat? Okay. Fiat Ducato-Fahrgestell, ja, ja. Drei Motoren wahlweise. Ja. Das ist die 2,3 Liter Variante wahrscheinlich. Also sieht nicht schlecht aus. Ja. Diverse Ambientebeleuchtung finden wir hier wieder. Ja. USB-Ladeanschluss im Fahrzeugkonstrukt. Also natürlich Bett braucht man nicht, wenn man für zwei Personen noch. Ach ja, kannst du mal jemanden mitnehmen? Also sehr gut. Nehmen wir den auf, für zwei Personen ist jetzt sehr schön zu personalisieren, wenn man das abwählt. Und dann hätte man hier noch den Umbau zum dritten Bett. Und aha. Also das kann man dann also kann man individuell auch noch gestalten. So, dann danke für wie auch immer. Also, ja, wir danken für diese tolle Informationen. Für die Auskunft. Ich bin mal gespannt, ob wir es im Internet sehen. Hier gebe ich Ihnen unsere Karte, dann können Sie direkt nachschauen. Ja, ich hoffe, wir können das Material verwenden. Ja, ja. Ja, doch, also bestimmt. Also wir sind ganz, wir sind ganz zuversichtlich. Ja, dann, also danke, ciao, danke. Tschüss. Komfortklasse, ähnlich Sunlight und Carrado. Okay. Ja? Und was ich vermisse, das ist das Raumbad, dass es kein Raumbad hier gibt.
Also wir haben hier... Da ist eine Tür. Nein, wir haben hier diese Schiebetür, diese Rolltür. Warte mal, wie geht das hier auf? Da ist hier eine Tür drin, also man kann das zumachen. Man kann den Schlafbereich abtrennen, ja. Aber man kann das Bad nicht vom Schlafbereich abtrennen. Also ja. Hier fehlt der Vorhang definitiv. Ja, denn das heißt also, aber wenn jemand im Bett liegt und der andere geht auf die Toilette, dann muss er hier sich für den begrenzten Raum zufrieden geben. Aber das kann man nur nachträglich, ja. Das kann man machen. Oder dann nachträglich einen Vorhang anbringen. Ja, also das ist jetzt kein großes Kriterium. Wir haben da auch bei unserem Hümer ja den Vorhang nachträglich angebracht. Richtig. Also das sehe ich jetzt nicht als großes Problem. Und hier kann man ja zumachen. Ja, was ich kriege jetzt dies eher nicht. Doch, du musst hier reindrücken, schau. Nee, rausziehen. Ah ja, und dann geht die Türe zu und dann hat man ja auch... Dann ist man für sich. Ja, genau. Also die Dusche hier mit Radkasten. Ist auch groß genug. Ja, aber trotz Radkasten hat man also genügend Bewegungsfreiheit. Deine Seifenschale ist da. Ja, okay. Ja, okay. Alles in allem kein schlechtes Fahrzeug, würde ich sagen. Ich würde sagen, im Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Fahrzeug absolut in Ordnung. Ist eben die Klasse mit Carrado und mit Sunlight, aber durch das, dass es ein GFK-Aufbau ist, würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, das ist schon mal eine gute Sache. Sind das Lüftungsschlitze da drin in den Fenster oder was soll das sein? Wahrscheinlich, ich denke, dass das Zwangslüftung ist. Aha, okay. Also seitens Rahmenfenster. Ja, und überall hat es ja Staufächer. Ja. Hinter direkt keine Ablage. Ah doch, da, ja oben dann. Oben, ja. Aber so direkt ist keine. Aber so eine Handyablage ist nicht, aber ja, das ist halt auch halt dann irgendwo machen. Wieder eine Preisfrage. Es spielt ja wohl eine Rolle, ob ein Fahrzeug in der gleichen Ausstattung an die 80, 90 kostet oder eben bei 50 losgeht. Dann sind eben auch einige Details mehr drinnen, wenn man diesen höheren Preis bezahlt. Aber ich würde sagen, also ein absolut vertretbares Fahrzeug für das Budget, was es abschöpft. Durchaus. Also mir gefällt's. Attraktiv, ja. Mhm. Also ich habe schon in diesem Preissegment Fahrzeuge gesehen, die nicht so wertig ausgesehen haben wie der Forster. Doch, sieht gut aus. Ich glaube, also, ich bin das erste Mal jetzt im Forster, gell? Oder waren wir schon mal? Wir waren auf der CMT. Oh ja, okay, bei so vielen Fahrzeugen. Aber nicht übel. Also die Küchenschränke, läuft alles hier leicht, ne, oder? Ja, ja. Ja, ja, sehr und, leicht. Und ist in der genügend Stauflächen vorhanden? Ja. Dann unten das Fach, das fährt auch raus. Ja. Das obere nicht. Oben nicht, das fest nicht, und geht da ziemlich weit hinter oben, ne? Ist dann für Lebensmittel das wahrscheinlich. Das geht ganz nach hinten durch, das geht ganz durch. Also das obere geht nicht raus, aber das untere ist nicht schlecht. Ja. Okay. Doch, ich denke. Oh, das finde ich jetzt raffiniert, ja? Gar nicht schlecht. Steht einem dann nicht die Tür im Weg rum. Aha. Und schön groß, man kriegt was unter. Und es fällt nichts raus und man hat hier noch ein kleines Fenster. Nicht schlecht. Ja. Gell? Mhm. Also das war der Forster T580 mit Einzelbetten. Und Michaela, wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen bei deiner Wohnmobilsuche behilflich sein. Ja. Und jetzt geht's weiter. Ja, und jetzt gehen wir ins Nächste. Ja.